Es tut mir leid, hohe Dame. Ich bitte demütig um Verzeihung. Ich werde versuchen, leise zu weinen. Tschüss, Wiedersehen. So, also gehen wir doch mal hier ins Teehaus. Das Teehaus muss sehr beliebt sein. Es scheint mir eines der größten Gebäude im Ort zu sein. Ja, jetzt wo du das so sagst, fällt mir das auch auf. Lieber Himmel, ich krieg's gar nicht in Gänze aufs Bild. Naja, gut, schon ein bisschen. Das Teehaus. Eigentlich eine coole Sache. Ich hätte ja auch gerne ein Teehaus. Ein Kaffeehaus gibt es ja immer wieder mal. Aber sag mir mal, eine Teealternative zu Starbucks. Schön, dass ihr gekommen seid. Lasst uns also fortfahren, wo wir stehen geblieben waren. Als erstes haben wir noch ein Hühnchen mit euch zu rupfen. Es gibt wirklich Wichtiges zu tun und ihr Burschen werdet nicht müde, uns dabei zu stören. Es überrascht mich, dass ihr so schnell eine weitere Tracht Prügel wünscht. Diesmal haben wir ein paar Freunde mitgebracht, damit es etwas gerechter zugeht. Lieber Himmel, muss ich mich tatsächlich schon wieder mit diesen Typen prügeln. Und das alles nur, weil sie meinen, man muss erstmal lernen, wo der eigene Platz ist, ja? Weil wir ihnen nicht aus dem Weg gegangen sind. Was ist das denn? Muss man deshalb hier gleich so einen Krieg anzetteln? Da, nimm das, meine springenden Wolverine-Tiger-Klauen. Bäm. Na, wie gefällt dir das? Da, komm, du kriegst auch noch eine. Bäm, komm in Starken. Und Roms. Ach, da ist ja noch einer. Komm her, du Blöder. Das sind ja noch zwei. Es waren wirklich ziemlich viele dieses Mal. Donnerwetter. Hätte ich nicht gedacht. Oh, guck mal, das ist so ein alter Glatzkopf. Ich will den nicht schlagen. Na gut, ich hab's getan. Ihr müsst wahrhaftig Lees beste Schülerin sein, obwohl irgendetwas an eurem Kampfstil seltsam ist. Ich kann nicht genau sagen, was. Aber das tut nichts zur Sache. Die Seeleute werden uns nicht mehr behelligen. Zurück zu unserer Sache. Sohn Lee gab mir Anweisungen. Ich sollte auf euch warten, falls etwas geschehe. Ich habe mich mehr als 10 Jahre lang auf diesen Tag vorbereitet. Okay. Fasst euch bitte kurz, meine Zeit ist knapp. Nein, woher kennt ihr noch gleich Meister Lee? Will ich auch nicht wissen. Wollt ihr etwas sagen, Lee wusste, dass man ihn entführen würde? Was genau der ruhmreiche Stratege weiß und was er geplant hat, übersteigt meinen Horizont. Sein Planungsgeschick sucht seinesgleichen. Ich weiß nur, dass er mir auftrug, auf euch zu warten. Sohn Lee bat mich, ein Stück eines ganz besonderen Amuletts zu finden. Dieses Amulett war für euch, seine beste Schülerin, bestimmt. Es wurde zerbrochen und in alle Winde verstreut, als der Tempel der Geistermönche fiel. Er beabsichtigte, das wichtigste Stück euch zu geben. Ich vermute, er hat es getan. Mit einem kleineren Stück sollte Gerüchten zufolge ein junger Novize geflohen sein. Aber das war Jahre her und die Spur war erkaltet. Und ihr habt euch dennoch auf die Suche nach dem Rest des Amuletts gemacht? Mit der Zeit fand ich heraus, dass der Mönch in das alte Städtchen Tiens Anleger geflohen war. Dort blieb er etwa ein Jahr, bis er den Spätfolgen seiner Verletzungen erlag. Man begrub ihn mit allem, was er besaß. Es musste rasch gehen, denn der neu gebaute Damm sollte bald geschlossen und das gesamte Städtchen zu einem feuchten Grab werden. Das Amulett war außer Reichweite, also kam ich hierher und wartete. Jetzt haben die Lotus-Assassinen den See abgelassen und die Ruinen des alten Tiens Anleger freigelegt. Sie suchen wohl ebenfalls nach dem Bruchstück des Geistermönchs-Amuletts. Okay, dann gehen wir mal davon aus, der wurde 1,80 Meter tief unter der Erde begraben mit einem Amulett und alles wurde überflutet von einem großen Fluss oder einem See. Ob das nicht weggespült wird? Ist das so fest? Kann das so tatsächlich... Okay, woher wissen Sie davon? Der Kaiser weiß über vieles Bescheid. Ich kenne seine Motive nicht. Aber jede Hilfe, die ihr erfahrt, ist vermutlich eine Bedrohung für ihn. Macht euch auf zu den Ruinen und findet das Bruchstück des Amuletts, das für euch bestimmt ist. Okay. Aber das ist jetzt ziemlich enttäuschend. Du schickst mich dahin, anstatt mir zu sagen, guck mal, hier ist es. Na schön. Ich habe noch einiges vor. Ich sollte jetzt gehen. Denkt daran. Ihr müsst zu den Ruinen gehen und das Amulett vor den Lotus-Assassinen finden. Sonst werdet ihr die vor euch liegenden Aufgaben nicht überleben. Okay, alles klar soweit. Dann gehen wir jetzt wieder. Da ist noch einer mit einer Aufgabe. Hallo? Alte Mutter Kwan. Die kommt mir sogar wieder bekannt vor. Die ganzen Namen kommen jetzt wieder hoch. Alte Mutter Kwan, was willst du? Hallo, junge Frau. Mein Name ist Kwan. Aber alle nennen mich nur Alte Mutter Kwan. Haltet das bitte auch so, ja?
Willkommen in meinem Teehaus. Oh, das stimmt nicht. Nicht mehr. Entschuldigt die Verwirrung, Schätzchen. Was ich sagen wollte, war: Willkommen in Meister Dutongs Teehaus. Euch hat dieses Teehaus früher gehört? Ja, ja. Mir hat das Teehaus viele, viele Jahre gehört. Zumindest dachte ich das. Aber dann kam Meister Dutong mit dieser kaiserlichen Verfügung in die Stadt. Tja, das war vielleicht ein Schock. Wie sich herausstellte, gehört seiner Familie dieses Land. Schon seit Hunderten von Jahren. Das Land ist sein, zusammen mit allem, was darauf steht. Deswegen gehört ihm jetzt auch mein Teehaus. Er war freundlich genug, mich als Aushilfe hier bleiben zu lassen. Ich brühe den Tee, Yan Wan nimmt die Bestellungen auf und Meister Dutong, naja, gewöhnlich trinkt er nur seinen Wein. Ihr wusstet nicht, dass ihm das Land gehört, als ihr dieses Haus gebaut habt? Niemand wusste das. Es war hunderte von Jahren lang doch nur ödes Felsland. Wer hätte ahnen sollen, dass das Reich dieses Land an jemanden übertragen hatte? Aber dann kam Meister Dutong mit seiner Verfügung. Habt ihr die Verfügung geprüft, um sicher zu sein, dass sie echt ist? Warum hätte ich so etwas tun sollen? Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass jemand so schrecklich wäre, eine kaiserliche Verfügung zu fälschen. Nein, ich bin sicher, das Land gehört Meister Dutong. Okay. Keine Sorge, ich werde euch das Teehaus zurückholen. Das ist sehr nett von euch, mein Kind. Aber was könnt ihr schon tun? Ich hätte mein Teehaus ja gerne zurück, nur gehört es jetzt Meister Dutong. Über eine kaiserliche Verfügung lässt sich nicht streiten. All das ist nur das Gerede einer alten Frau. Denkt nicht daran und vergnügt euch. Es mag nicht mehr mir gehören, aber das hier ist immer noch ein wirklich gutes Teehaus. Genau, wie wichtig ist es denn, dass es dir gehört? Das macht doch eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied. Hier ist irgendwo eine Treppe, da geht es hoch. Und jetzt werden wir mal dem Meister Dutong seinen Kopf durch die Tischplatte knallen. So, weil so geht es ja nun mal nicht. Dir werde ich jetzt mal richtig Beine machen und keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer. Was ist denn hier los? Noch eine Quest. Lass Zong in Ruhe. Zong, du kannst nicht für immer hier bleiben. Das hier ist nicht dein Zuhause. Du musst mit mir zurück auf den Hof. Nein, Zong will nicht nach Hause. Zong will keine Rinder sehen. Es war nicht dein Fehler. Es war ein Unfall. Ich brauch dich auf dem Hof, also lass uns gehen, Zong. Nein, Zong in Ruhe lassen. Oder Zong böse werden und Sachen kaputt machen. Nein, bitte nicht, Zong. Ich werde einfach hier rüber gehen und dich in Ruhe lassen. Was? Oh, hallo. Lasst euch durch Zong nicht stören. Er ist wirklich recht harmlos. Im Augenblick ist er nur ein wenig aus der Fassung. Was macht ihr mit einem Oger? Zong ist kein gewöhnlicher Oger. Trotz seiner einfachen Natur ist er sehr begabt. Ich bin Dong Ping, Zongs Dienstherr. Zong arbeitet auf meinem Hof, aber neulich hat er aus Versehen eines meiner Rinder getötet. Und seither weigert er sich zurückzukommen. Einige der Gäste hier haben Angst wegen seiner Größe. Ich fürchte, dass die Besitzer die Sache auf ihre Weise regeln werden, wenn er nicht bald mit mir zurückkommt. Wenn er verletzt wird oder schlimmer, dann bin ich ruiniert. Ohne ihn kann ich den Hof nicht führen. Aber ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Er hört nicht auf mich. Ich werde dafür sorgen, dass er geht. Genau, nicht ich werde mit ihm reden, ich werde dafür sorgen, dass er geht. Das würdet ihr? Aber seid gewarnt, Zong ist, naja, sehr willensstark und auch sehr kräftig. Ich bin für eure Hilfe dankbar, aber seid bitte vorsichtig. Zong, der Rinderstämmer, macht seinem Namen alle Ehre. Es würde mir sehr leid tun, wenn es wegen dieser Sache Verletzte geben würde. Redet sanft mit ihm und alles sollte gut werden. Du wirst dich noch wundern. Geh weg, Zong, nicht mit dir reden wollen. Raus, ihr Zong, oder ich werfe dich raus. Zong, nicht gehen wollen. Zong sagen, du lieber gehen, bevor Zong wütend werden. Zong nicht töten wollte Rind, aber dich töten wollen, wenn du Zong ärgern. Keine Spielchen mehr, Zong. Es ist Zeit zu gehen.
Song keine Spielchen spielen, Song in Ruhe lassen, sonst Song dich zerquetschen, ich dich werfen und auf Pop fallen lassen wie Lind. Lind war Freund von Song, Song hat Freund getötet und jetzt Song ist böse. Dein dummes Rind ist mir egal. Rind nicht dumm, Rind war schlau. Bruder vom Rind ist dumm, aber Rind hat jetzt keine Schwester mehr. Song sehr böse. Du gehst jetzt sofort auf den Hof zurück, sonst breche ich dir ein bisschen die Beine. Werde gehen, will nicht weiterkämpfen. Du nett gewesen zu Song, Song nicht mögen. Song hoffen, du guten Tag haben. Habt vielen Dank. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Ihr habt mir heute einen großen Dienst erwiesen. Komm, Song, lass uns heimgehen. Song kommt. Song jetzt heimgehen. Danke, dass ihr mich von diesem Ding befreit habt. Es läuft auch ohne den Oger, der mir die Gäste verscheucht, schon schlecht genug. Da habt ihr ein kleines Dankeschön. Nicht viel, aber mehr kann ich mir momentan nicht leisten. Wer zum Geier bist du denn? Du musst dieser Meistertyp sein. Ha, jetzt hat er sich in Luft aufgelöst. Wunderbar, das macht man vor Morgenstern einfach mal. Man geht zu einer hübschen Frau und löst sich vor ihr in dünne Luft auf. Ha, tolle Sache. Also, so von wegen, ich war nett zu ihm. Ich habe dich voll fertig gemacht, dann habe ich dich eingeschüchtert und dir gedroht, die Beine zu brechen, wenn du nicht gehst. Und jetzt sagt er, oh, du warst ja nett zu mir, ich gehe jetzt nach Hause. Wie lächerlich. Wo ist denn jetzt dieser komische Meistertyp? Der ist jetzt hier, nicht wahr? Nee, hä? Ich komme gar nicht zu dieser... Hä, wo ist der denn? Ich muss hier irgendwie, glaube ich, ein paar Mal im Kreis laufen, bis ich den finde. Der Typ, dem das Teehaus gehört. Der sitzt hier irgendwo und frisst oder säuft oder was auch immer. Und den kann ich mit dem reden, nicht wahr? Ach nein, das geht noch höher. Nein, geht es nicht. Hä? Wo denn? Hä? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, der ist jetzt hier und trinkt irgendwo seinen Wein, so wie die alte Mutter Quan das gesagt hat. Aber irgendwie tut sie das nicht. Tut er das nicht. Ich habe ihn sie genannt, ist das nicht toll? Sie tut das nicht. Ich mache ihn jetzt schon gedanklich fertig. Also so geistig fertig machen, ne? Ich bin noch gar nicht bei ihm gewesen und trotzdem stelle ich ihn schon als kleines Mädchen hin. Das ist ganz schön gute psychologische Kriegsführung. Wo ist der denn? Der muss doch hier unten irgendwo sein dann, nicht wahr? Nee, da ist die Mutter Quan. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der jetzt ist, aber es ist ja nicht so, dass ich die anderen Nebenaufgaben auch immer gelöst hätte, also können wir das, glaube ich, auch erst einmal ignorieren. Du hast dich gerade teleportiert, Morgenstern. Respekt, wie Thomas Gottschalk immer gesagt hat. Respekt. Gut, nach Tiens Anleger, dann wollen wir halt einfach mal mit diesem, mit dem anderen Typen reden. Mit dem, an diese ganzen Namen, ich komme nicht mehr klar. Dieser Typ hier, der Abgeordnete. Nein, nicht Abgeordnete, ich habe zu viel House of Cards geguckt. Ich meine, dieser Führer hier. Ja, auch nicht Führer. Das Oberhaupt von Tiens Anleger. Dieser Typ, der sich nicht traut, den Damm zu öffnen. Oder zu schließen? Ich weiß gar nicht, was wir tun müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Wasser wieder steigt. Aber ob das bedeutet, wir müssen ihn öffnen oder schließen, weiß ich nicht. Aber das ist eigentlich auch nicht so dramatisch. Ich bin hier genau auf einem Fähnchen, aber irgendwie... Euer Zug, alter Ziegenbock. Aber irgendwie gibt es hier keine Quests, keine Aufgaben. Ich glaube, wir mussten hier irgendwo nach oben gehen. Hier ist irgendwo der Durchgang zu dem alten Tiens Anleger und da ist auch der Typ. Genau, und hier ist irgendwie alles kaputt. Ich kann mich nur noch dunkel daran erinnern. Schön. Wo aber wir sind Urk von ihr Urk. Uxier sa fit kup wo sarkir. Gib das Schwert zurück, Bursche. Sicher gab es nie einen unglücklicheren Minister als Minister Shing, der solche Frechheit erdulden muss. Kuni onu tashika wir von ihr Satharaponi? Und der arme Minister Shing muss sich die Beleidigungen von Händlern anhören, die nichts von Justiz verstehen. Wo sollte ich den Burschen denn hinsperren? Mein Gefängnis ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Zusammen mit meinem Büro, wenn ich das hinzufügen darf.
Ich habe keinen Ort, wo ich Diebe einsperren könnte. Und jetzt hört auf, Höherstehende in Frage zu stellen.